Und wir fangen an mit dem Cleated Creeper. Oh mein Gott, ich habe diesen Satz schon so lange nicht mehr gesagt. Wie geht das nochmal? Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder einen Sneaker-Talk und diesen Satz habe ich schon sehr lange nicht mehr gesagt, aber ich sitze hier vor meiner Sneakerwand und damit hat alles angefangen und heute machen wir einfach mal weiter, als wäre nichts gewesen. Und zwar habe ich mich zusammengetan mit eBay. Ihr habt mir die letzten Jahre dabei zugeschaut, wie ich meine Obsession ausgelebt habe und sie eigentlich immer schlimmer wurde. Aber ich bin endlich an einem Punkt, Leute, ihr habt mir beim Erwachsenwerden zugeschaut, ich bin an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich liebe Schuhe, aber ich glaube, es muss nicht so viel sein. Und deswegen starte ich jetzt ein Archive-Sale und ihr seid quasi Teil davon, denn ihr könnt die Sneaker, die ich hier jahrelang ausgepackt habe, mit euch zusammen kaufen bei eBay. Das heißt, es wird drei Drops geben, der Creative Drop, der Shop Collab Drop und der Hype Drop. Und das heißt, es wird quasi drei verschiedene Kategorien geben. In den Kategorien geht es aber nicht nur um Hype und nicht nur um Creatives, aber das sind so ungefähr die Kapitel, auf die ihr euch einstellen könnt. Heute fangen wir mit dem Creative Drop an und ihr fragt euch jetzt, okay, aber warum eBay? Mit eBay hat alles angefangen. Also die OGs unter euch wissen nämlich, dass ich meinen Holy Grail bei eBay gefunden habe. Das war nämlich damals der Parra, mit dem hat alles angefangen. Da habe ich den quasi, ja, ich habe einen Schnapper gemacht, sagen wir mal so, ich habe einen Schnapper gemacht. Und genau, ich kann da näher drauf eingehen, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und wir fangen an mit dem Cleated Creeper von Rihanna bzw. Fenty. Und in dem ersten Drop geht es, wie gesagt, um die Creative Collabs bzw. einfach um Künstler, die mit Marken zusammengearbeitet haben. Ey, Fenty war damals einfach der Shit. Also es ist immer noch, aber was das für ein Hype war, Leute. Es gab sogar so Dustbags dazu, also sie hat das wirklich richtig, richtig fancy hingekriegt. Fenty ist ja quasi ihr Name. Das ist der Cleated Creeper, das heißt, am Anfang gab es die ja ohne diese dicke Sohle hier, sondern, also, ne, bis hier. Und das Tolle war, dass Rihanna auf jeden Fall damals schon gesagt hat, meine Schuhe sind unisex. Travis Scott hat ja damals für die Creeper gemodelt und es war so, okay, es ist doch kein Frauenschuh, weil alle immer so ein bisschen unsicher waren. Der Hype war so, so real und ich werde bis heute noch gefragt, ob ich meine Creeper verkaufe und ja, ein paar werde ich verkaufen. Ich werde natürlich alle Links in die Infobox tun, also zu meinem Archive-Sale, damit ihr direkt bei eBay schauen könnt, was hier alles rauskommt, weil das sind nicht nur die Schuhe, die ich jetzt zeige. Auf jeden Fall ganz kurz nochmal zu Rihanna. Rihanna hatte damals gesagt, dass ihr erster Sneaker ein Puma-Sneaker war und zwar war der rosa mit einem schwarzen Streifen und deswegen hat es das Ganze auch ziemlich authentisch gemacht und sie ist tatsächlich auch bei Puma geblieben. Jetzt macht sie Unterwäsche, aber ey, und Skincare, ach, was macht sie nicht? Sie ist einfach, sie ist am Slayen. Go, Girl. Und was wäre ein Creative Collab Drop ohne Kanye? Und zwar 2017 hat er im Prinzip alles übernommen. Es gab nur noch Yeezys, es gab nur noch Adidas. Ich weiß nicht, es war eine wilde Zeit. Also mir ist es irgendwann aufgefallen, dass Leute gesagt haben, wie viele Yeezys hast du eigentlich? Und dann ist mir aufgefallen, ey, Edda, du hast halt einfach alle. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was da los war. Das war eine ganz komische Lebensphase, aber ich hatte irgendwie mir als Ziel gesetzt, jeden Yeezy zu besitzen. Deswegen wird es in meinem Archive Sale auch auf jeden Fall extrem viele Yeezys geben. Könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen in verschiedenen Größen. Ihr braucht keine Angst haben, dass jetzt irgendwie alles nur eine 38,5 drin ist. Klar, wahrscheinlich die meisten Schuhe, aber ich war ja so der Mensch, der gesagt hat, Hauptsache ich hab ihn. Deswegen, ihr könnt gerne mal schauen, Link in der Infobox. Ich habe bei jedem Drop darauf geachtet, dass wirklich nicht irgendwie nur Hype-Sachen drin sind, also keine Sorge. Da gibt es Schuhe unter 100 Euro, Schuhe über 100 Euro und vor allen Dingen ganz wichtig für alle Schuhe über 100 Euro. Bei eBay gibt es die eBay-Echtheitsprüfung. Ein professionelles Team von der SneakerCon wird nämlich die Schuhe prüfen und ihr habt dann auf jeden Fall die Gewissheit, dass da nichts fake ist und alles so ist, wie ihr es haben wollt. Dann kommen wir zu dem Equipment. Den hat Adidas mit Pusha T zusammen gemacht. Und das war eine wilde Zeit, Leute. Und zwar, ich glaube, es war 2016. Da war ich mit Adidas in Miami und durfte Pusha T auch treffen. Und ich sage euch ehrlich, ich verkaufe den nur, weil der mir leider zu klein ist. Und zwar wurde meine UK-Größe angegeben. Und UK- und US-Größe ist ja anders. Und eigentlich will ich den wirklich tatsächlich sehr gerne behalten, weil ich extrem viele coole Erinnerungen mit diesem Schuh hier verbinde. Und ich habe mit Pusha T gechillt. Hallo! Übrigens, danke nochmal Adidas dafür. Und wir kommen zum allerletzten Schuh für heute. Und zwar der Reebok Classic High mit Melody Ehsani. Das war einer meiner Lieblingsschuhe. Ich weiß, der ist ziemlich bunt.
Thema Schlange war irgendwie so ihr Ding. Melody Ehsani ist eine Schmuckdesignerin aus L.A. Da waren auf jeden Fall immer sehr viele Details. Also hier steht einmal Be Yourself gestickt. Dann hier Stop Waiting to Be Who You Already Are. Und Melody Ehsani. Das Krasse ist, ich bin so ein Fangirl seit Jahren. Sie hat nämlich mit Frank Ocean zusammengearbeitet, mit Nicki Minaj. Ich bin tatsächlich damals darauf gekommen, ich habe irgendein MTV-Video gesehen und war so, boah, was sind das für geile Ohrringe? Und dann habe ich sie irgendwie so googelt quasi. Und das Geile ist, ich war halt auch in Miami und ich habe sie auch getroffen und es war ein richtiger Fangirl-Moment. Ich habe hier diese Ohrringe, da werde ich immer ganz oft gefragt, wo die her sind. Das ist alles Melody Ehsani Schmuck. Ich verkaufe diese Schuhe tatsächlich eigentlich auch nur, weil ich irgendwann loslassen muss. Es ist einfach so, Leute, nein, ich habe, wie ihr seht, zu viel. Es ist nicht so, dass ich diese Schuhe, es tut mir gerade ein bisschen weh. Also wer auch immer diese Schuhe kauft, seid nett zu ihnen, okay? Ich war auch nett zu denen. Ganz kurz, warum ich so ein Melody Ehsani-Fan bin. Ich habe einfach geliebt, wie sie einfach so Selfmade-mäßig einfach immer drauf losgearbeitet hat. Und zwar hatte sie zum Beispiel $6.000, ist einfach mit dem Geld nach China in die Fabriken, weil sie gesagt hat, ich will wissen, wie Schuhe gemacht werden. Und hat sich das einfach angeeignet. Dann ist sie mit einem Koffer voller Schuhe zurück nach L.A. Und es hat sich einfach so krass rumgesprochen in der Hood, dass einfach nachts ihr Handy geklingelt hat, weil die Frauen halt einfach die Nummer weitergegeben haben und die gesagt haben, ey, ich will die Schuhe, ich hab die bei der und der gesehen und so weiter. Dieser Drive. Ach, ich liebe diese Frau einfach. Das war es jetzt erstmal mit dem ersten Drop. Es kommt auf jeden Fall noch einiges. Ich wäre nicht, wenn ich nicht noch ein bisschen mehr für euch hätte. Und zwar geht es nächste Woche weiter. Keine Sorge, nicht erst in 2 Jahren. Ihr könnt gerne mal in die Infobox schauen. Da ist nämlich der Link zum Archive Sale, also das, was ich hier gerade gezeigt habe und noch viel mehr. Das sind jetzt wirklich nur meine Hero-Produkte, wo ich ein bisschen was erzählen wollte. Also ich will euch nicht voll quatschen. Also ich will schon, aber ich kann nicht. Wir haben hier ein bisschen Zeitdruck, Leute, okay? Aber ich würde sagen, seid gespannt. Nächste Woche geht's weiter. Und da geht es um die Shop-Collabs. Auch spannend, Leute. Checkt auf jeden Fall den Link in der Infobox und wir sehen uns nächste Woche wieder. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Und bis dann. Tschüss.